Spuck auf rechts. Das Menschen flüchten ist kein blanker Zufall, denn der Westen führt Krieger an anderen Ufern. Wie im Irak durch ein krankes Blutbad. Deswegen landen Menschen dann auf Lampedusa. Ein Skandal, wie die Regierungen der EU. Asylsuchende ertrinken und sie sehen zu. Wenn's die Flüchtlinge schaffen, kommen sie in Aufnahmelagern und werden drangsaliert von Ausnahmekadern. Sie müssen wegen ihrer Hautfarbe hadern, denn Bullen tun so, als würden sie Rauschware kapern. Und das nennt man dann Flüchtlingspolitik. Wir ernten die Früchte der deutschen Rüstungsindustrie. Schwestern fliehen aus dem Heimatland und sie führen jetzt im Westen einen Freiheitskampf. Brüder bleiben ohne Unterkunft und sie müssen dann verschwinden in den Untergrund. Und dem Staat geht es nur um Nützlichkeit und jetzt brennen die Moscheen und das Flüchtlingsheim. Dicker, denkst du, wir sind wirklich frei? Dann lebst du nicht wirklich in dieser Wirklichkeit. Deutschland, du schürst in ihren Gassen diesen Kampf. Du bist weltweit der drittgrößte Waffenlieferant. Für die Migranten gibt es schärfere Gesetze. In der dritten Welt immer härtere Gefechte. Man müsste diese Kriege verbieten und keine Waffen verkaufen in Krisengebieten. Vielleicht sind deine und ihre Ziele verschieden, doch alle verdienen ein bisschen Liebe und Frieden. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. An alle Faschos, eure Scheinwelt ist irreal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. Schwarz oder weiß, die Farbe ist egal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. An alle Faschos, eure Scheinwelt ist irreal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. Schwarz oder weiß, die Farbe ist egal. Deutschland, ihr unterstützt so gern den Krieg und macht hier menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Was ist eigentlich passiert mit diesem Einigungspapier? Vom Oranienplatz plötzlich kam wieder keiner was dafür, wa? Prüfung der Einzelfallverfahren im Rahmen der Möglichkeiten wurde versprochen, plus Jobsuche mit Wegbegleitung. Und der Beweis dafür stand überall in jeder Zeitung. Ihre Bedingung war, das Camp zu räumen, Gegenleistung. Nach der Entscheidung war am Abend jeder untröstlich, denn das Papier ist durch formale Fehler ungültig. Die falsche Person hat am Ende unterschrieben, nimmt ein Tippex und dann unterschreibt halt Henkel die Papiere. Aber das würden ihm ja seine Wähler wieder übel nehmen. Deshalb steht er nicht zu seinem Wort und will nicht drüber reden. Seine Kollegen haben da irgendwas geplant. Sie wollen die staatlichen Aufgaben auf die Bürger übertragen. Alle Jahre wieder fliegen sie ins Krisengebiet. Dann wird sich vor Ort dafür ausgesprochen, Frieden zu bieten. Aus einer Schockstarre heraus werden Versprechungen gemacht. Auch schon im Flugzeug auf dem Rückweg wird's vergessen. Bei einem Schnaps plötzlich haben wir keinen Platz. Mann, ihr fischet euch in Ausreden. Wer Waffen liefern kann, kann auch Flüchtlinge aufnehmen. Es verlangt niemand, ihnen ein Haus zu schenken, doch stoppt die Militarisierung und Faschisierung der Außengrenzen. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. An alle Faschos, eure Scheinwelt ist irreal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. Schwarz oder weiß, die Farbe ist egal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. An alle Faschos, eure Scheinwelt ist irreal. Bleibe recht für alle, kein Mensch ist illegal. Schwarz oder weiß, die Farbe ist egal. Bedenke, you can't evict a movement. Henkel, alles was du sagst ist gelogen. Muss nicht denken, kannst einfach mal googeln. Asylstrike Berlin kannst du im World Wide Web suchen. Die Bewegung ist am Start, das gefällt nicht Papa Staat. Deine Politik ist desolat, du kriegst Demokrat. Was verhandeln, du bist eh so hart. Ein Typ, der ein viel zu großes Ego hat. Koloniale Spaltung durch Grün und Sozialdemokrat. Sie sind doch ein Part im Rassismusapparat. Panhoff, Hermann und Dilek Kollat. Hier kriegt ihr nen lyrischen Tockert. Doch die Lösung ist die Straße der Zucker. Und alle sollten mitkommen, nicht nur wer Bock hat. Denn was man uns nicht erzählt, deutsche Waffen und deutsches Geld töten mit auf der ganzen Welt und sind oft der Grund, warum Menschen flüchten. Sie tun es nicht, weil sie wollen, sondern weil sie es müssen. Nun sind sie hier, nun sind sie laut. Da passt kein Deckel drauf, das hört nicht mehr auf. Auch wenn man ihnen jeden Weg verbaut, sprengen sie Grenzen der Länder und besetzen ihre Schulen, Kirchen und öffentliche Plätze. Sie beugen sich nicht rassistischen Gesetzen. Die Polizei hungert sie auf dem Scheißdorf Verletzte. Und Henkel sagt, ich hab nicht die Lösung an sich. Quatsch nicht, Paragraph 23. Ihr könnt Lügen streuen und Lösungen leugnen. Ihr könnt Häuser, aber nicht die Bewegung räumen.